Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hitman. Heute geht es weiter. Wir werden heute den vierten im Bunde, und zwar Sean Rose, töten. Und zwar, so hoffe ich, mit der Uhr. Tauschen Sie den Akku aus. Wir müssen dann nur mal an dem Typen da vorbei. Und jetzt irgendwie hinten rum rein. Und zwar hier zum Beispiel. Darf ich hier rüber? Nein! Nein, darf ich nicht. Warum zur Hölle darf ich da nicht rein? Warum darf ich da bitte schon nicht rein? Alter, warum? Ich bin doch genauso einer von euch wie... wie die, oder? Wo sehe ich nochmal, welche Verkleidung ich aktuell anhabe? Ich sehe hier zumindest... Anführer des Strike Teams, Miliztechniker, ja, genau. Milizsoldat. Eventuell wäre die Milizsoldat-Uniform dafür gar nicht schlecht. Wenn ich hier nicht rein darf. Jetzt ist die Frage, darf ich da nur nicht rein oder... Also darf ich da grundsätzlich nicht rein oder... Ich versuch's mal. Nee, ich darf hier rein. Oh, ich muss gar nicht hier rein, oh Gott. Ich muss an den Typen ran. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Idealerweise, wenn er nicht irgendwo rumgeht, wo ich nicht hin darf. Darf ich hier hin? Wahrscheinlich. Oh, hier ist auch eine Möglichkeit, ihn zu töten. Das ist hier bei den Gelegenheiten das hier überdosiert. Aber wir wollen die Uhr tickt abschließen. Okay. Oh, ich müsste einfach die Explosion so riesig machen, dass die den auch tötet. Ich muss wahrscheinlich einen Kilo Sprengstoff statt 10 Gramm anbringen. Okay, ja, kommt, geht weg. Ich schau doch genau... Nee, ich schau nicht genauso aus wie die. Die haben diese gelben Teile. Auf der Brust und auf den Schultern. Hm. Okay, Sean Rose, komm, beweg dich irgendwo hin, wo ich mit dir die Uhr tauschen kann. Hm. Bleirohr. Und zur Not, falls der nicht pariert, der Sean Rose, können wir ihn... so töten. Sean Rose hört sich irgendwie so übrigens ein klein bisschen schwul an. Darf ich hier? Achso, nein, nicht das Boot hier hoch. Hier darf ich. Aber da drüben schon wieder nicht. Komm, geh weg. Geh irgendwo hin, wo es nicht so scheiße ist. Oh, was ist das hier? Ein Generator, okay. Ich dachte schon, was ist das für ein geiler Scheiß da? Kann man damit auch irgendwas machen, irgendwen töten, aber es ist nur ein Generator. Oh. Und der Typ, der mich erkennt, bleibt sogar da. Und der ist sogar, wie kommt wieder her? Okay. Oh, ansprechen. Rose, Graves took the bait. She's at the slurry pit, thinking it over now. I'll be damned. Any sign of her turning on us? Unclear, sir. Interesting. Tell you what, join me there. I'll get to the bottom of this right now. The vans. I guess they're pimping them out for a good reason, but they're not very informative. You sometimes feel like there's an 18. Oi! Excellent. Ah, damn it! Moment, okay. Ich hab jetzt aber die Idee. Wir laden nochmal das, was vor 5 Minuten am Part Anfang war. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine vernünftige Idee, was wir machen können. Und was wir machen sollten, weil der legt seine Uhr da ab und dann geht er
mit der Explosion das machen. Und in dieser Zwischenzeit müssen wir die Uhr austauschen. Da hauen wir einen Bleischlüssel, also nicht das. Hier war doch gerade hier der, ne? Moment, wo ist jetzt hier der... Haben wir das Bleigor noch? Ja, Blechstange. Moment, nein, nicht Blechstange, es war ein Bleirohr. Egal, ist scheißegal, was. Oh, Handy in der Sackgasse. Ah, ja, genau, das brauchen wir dann auch. Aber was wir noch viel eher brauchen... Oh. Ist, dass der hier weggeht, genau. Verpiss dich. Oh, yeah. The vans. Okay, jetzt werde ich noch mal speichern. Nein! Ich will den nie ansprechen. Ich will die scheiß Uhr tauschen. Ich meine, the fuck? Weil, okay. Let's try it again. Excellent, 47. Und keiner ist I dare say Rose is about to get a taste of his own medicine. Okay, Gelegenheit genutzt. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Achso, brauchen wir jetzt hier nicht das Handy? Oh, jetzt können wir... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Wenn jetzt tatsächlich... Ja, der kommt hier raus. Oh Gott, ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Das wird jetzt gerade gleich richtig geil. Ich hoffe, das ist instant. Also ich sende die E-Mail und tot. Das wäre jetzt so nice. Ich speichere hier nochmal, weil wir haben es ja geschafft. So. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Okay, wir machen das jetzt synchron mit der kleinen Explosion. Das reimt sich sogar. Ich wollte es fast gar nicht sagen, weil... aber gut, ich denke mal, jeder weiß, was ich vorhabe inzwischen. Okay, everyone step back. Fire in the hall. E-Mail. Boom. That's all targets taken care of, 47. Now gain access to the tornado shelter. Oh, shit! Rose is down! Running I think he's dead. Okay, nicht jeder ist verdächtigt mich. Ich glaube, je weiter ich weg bin, desto weniger. Haben wir jetzt ein Time Limit? Yeah, I'm here now. No, nothing. Quiet here, all right. Roger that. Roger that. Okay. Yeah. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht. Also, ja, ich habe. Das wäre noch ein bisschen geiler. Aber ich meine. Was? Was hat er. Darf ich hier nicht rein? Doch, ich darf hier rein. Alles klar. Ich dachte gerade einen Moment, dass ich irgendwas verschissen habe mit der E-Mail, aber das war fast ein Also es war zeitpunkttechnisch perfekt. Explosion auf einmal, E-Mail, bum, bam. Okay. Hier unten ist ja der... Oh ja, hier ist das von dem. Okay. Oh ja, geil. It appears the door to the tornado shelter is protected by a biometric lock. To gain access, you need Sean Rose's body or something equally convincing. Oh, jetzt müssen wir hier den Drucker. Haben wir das nicht hier als Gelegenheit eventuell oder als Information zumindest hier 3D Drucker. Die Miliz hat einer der Hacker Rose biometrische Daten gespeichert. Jetzt ist die Frage, wo hat er die gespeichert? Da oben ist gerade nur einer.
was ja eigentlich ideal ist. Und der ist gerade mal wieder nicht geil mit denen. Haben die das eventuell hier gespeichert? Ja, komm, Schloss knacken. Wie einer von euch Scheißhackern sieht mich da jetzt. Oh, Tisch von Sean Rose kann ich hier manipulieren. Das will ich aber gerade gar nicht. Oh. Oh, hier ist das Badezimmer. Oh, haben die das hier gespeichert? Okay, der chillt vor der Tür. Okay, Cowboy-Büste, wow. Ich müll mir hier das Inventar voll. Das will ich gar nicht mal. Ich will einfach nur wissen, wo der Kack-Computer ist. So. Und falls es irgendwer vermisst, schmeißen wir die Statue hier rein. Die werdet ihr niemals finden. Oh Gott, ich bin böse. Oh, da ist der 3D-Drucker, glaube ich. So, du gehst mal wieder und schaust, dass die endlich nicht mehr fernsehen. Zum gefühlt 100. Mal. So, 3D-Drucker einschalten. Das könnte noch ein bisschen Probleme machen, deswegen speichere ich nochmal. Weil das ist eine verdächtige Aktion, ja? Holy shit! Oh shit. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen länger ein Problem. Okay, schaut mal nicht her. Alles klar. Jetzt haben wir Sean Roses Gesichtsmaske. Wunderbar. Der geht da lang, du kommst wieder zurück, aber bis du wieder da bist, bin ich schon längst über alle Berge. Oder eher im Tornado-Keller. Was in dem Fall fast besser ist. Ach ja, hier ist immer noch das. Der ist jetzt inzwischen tot, oder? Oh, ich sollte, glaube ich, den Strom nicht ausschalten, oder? Weil dann wird das nicht gehen. Egal, wir haben es geschafft. Jetzt ab in den Tornado-Keller. Oder Bunker. Wow, so überzeugend. The plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the Shadow Client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Oh, ich dachte, es ist vorbei, aber wir müssen noch ein bisschen investigieren. Ja, das schaut doch interessant aus. Oh. Okay, der nicht, aber kennen wir irgendwen von denen? Ich erkenne da keinen. Hier vielleicht. Why, how many related? Ist es nicht Diana? Nee, das ist die Wissenschaftlerin aus Italien. Das ist der mit dem großen Foto, das ist der Vater von dem Typen von der letzten Mission. Ah, hier gibt's tatsächlich geilen Stuff. Some kind of network. Power plants. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Oh, das ist jetzt geil. Ich hoffe inständig, dass dieser Plot bis nach Hitman 2 overcarried, weil es allein so geil wäre. Erstens, er ist geil, ich will mehr wissen. Und
das ist, wir sind jetzt schon am Ende von Episode 5 und danach gibt es nur noch Episode 6 und das ist das Finale. Also ich glaube nicht, dass man da noch ein geiles Ende hinkriegt innerhalb dieses Spiels. Aber was ist das hier? Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain M.O., which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Oh, sag jetzt nicht, die wollen irgendwie einen Trick machen, dass Diana hier der Providence ist. Das wäre irgendwie uncool. Oh, wir haben immer noch nicht alle Infos gesammelt. Was gibt's denn noch? Hier Akten? Hier sind hunderte Akten. Mit Telefonnummern. Der Wischmopf weiß sicher einiges. Oh, das hier kann ich auch nur noch untersuchen. Was steht da? No signal, wow. Found something. Sodas. But that would mean... Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf die Sequenz, die nach dieser richtig geilen Mission folgt. Wo gehen wir jetzt eigentlich raus, frage ich mich. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives. Only by ending them. You know him. Better than anyone. Okay, das war jetzt mega cool. Das war wirklich, wirklich geil. Mission erfolgreich. Alter, was war das für eine geile Scheiße? Ich will jetzt echt mehr wissen. Nach den ersten ein, zwei nach Italien und Paris habe ich mir so gedacht, ja, was ist das für eine seltsame Hintergrundstory hinter den Missionen. Aber inzwischen finde ich es echt geil. Also gerade jetzt hier in diesem Part haben wir viel erfahren, was cool ist. Und wir haben scheiß viel freigeschaltet und Errungenschaften. Was ich denke, was bedeutet, dass ich einen relativ guten Job gemacht habe in der Haut von 47.
Und ja, damit würde ich sagen, Mission erfolgreich. Und schauen wir weiter. Was? Nur 2 Hitman-Punkte? Wir haben 1,5 Stunden gebraucht? Weniger als bei der letzten Mission? Alle Kills... Alle Einsatzziele, alle Kills unbemerkt? Alle sind eliminiert? Sean Rose, Penelope Graves, Ezra Burke, Maya Parvati? Wir haben den Zugang... für den Terminado-Bunker. Schaffen Sie sich Zusagen zu Sean Rose Gesicht. Ich glaube, das wird auch noch sehr wichtig. Vielleicht wird das noch wichtig. Ich sage nicht, ich glaube, aber ich könnte es sein. Und wir haben hier noch die Kommandozentrale infiltriert. Alter, was hätte ich denn besser machen sollen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Hitman. Das war... glaube ich, so ziemlich die geilste Hitman-Mission, zumindest aus diesem Spiel. In Absolution gab es 1-2 Missionen, die ähnlich cool waren. Aber ja, vor allen Dingen, also hier sie, keine Ahnung, ich mochte den Unfall-Kill mit dem Rambock nicht, aber die anderen 3 Ziele konnte man auch richtig mit geilen Sachen erledigen. Also Sean Rose hätte man ja noch auf ganz andere Art erledigen können, auch wenn ich sagen muss, dass mit der E-Mail so, er zündet eine Bombe, kriegt eine E-Mail und dann boom und fliegt in die Luft. Das war geil. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Hitman. Es geht wahrscheinlich nächste Woche weiter. Und ja, ich weiß, inzwischen ist Hitman 2, der Nachfolger, rausgekommen. Dem werden wir uns auch direkt im Anschluss, oder zumindest Episode 1, weil das wieder episodisch released wird. Aber ich glaube zumindest, ich weiß es nicht, aber ich glaube, auf jeden Fall werden wir uns dem nach Episode 6 widmen. Aber auf die freue ich mich jetzt erstmal besonders. Ich hoffe ja auch, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hitman. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.